Mein Campingmobil Knut durfte nochmal als Transporter herhalten. Immerhin 3 Meter lange Stämme passen in den Bass. Natürlich nur, wenn die Trennwand entfernt wurde. Immer wieder schön, dass man ein Elektroauto per Handy vorklimatisieren kann. Deshalb ist es für mich unverständlich, warum die People-Variante einen Eiskratzer bekommen hat. Und das ist meine Trockentrenntoilette. Und das ist meine Dusche. Eigentlich eine Hundedusche, aber passt auf jede handelsübliche Trinkflasche. Und dann kann man duschen.
Ich habe das blanke Metall mit einem Mandala-Tuch verkleidet. Ich finde, das sieht gleich viel gemütlicher aus. Zum Camping und Vanlife gehört bekanntermaßen, sich eins zu fühlen mit der Natur. Außerdem ist es wichtig, sich viel zu bewegen, da man viel sitzt. Ich verbinde heute beides. Ich bin unterwegs im Berliner Grunewald. Der Grunewald ist etwa 3000 Hektar groß, also etwa 15 mal so groß wie in Monaco und wird gern genutzt als Hundeauslaufgebiet und zum Joggen. Ich fühle mich sehr entspannt nach dem Waldspaziergang mitten in der Großstadt. Da möchte man fast sagen, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Aber das Fernweh, das lockt und treibt hinaus in die Welt. Macht's gut und danke fürs Abonnieren.